So, Günterchen, ich komme ja kaum zu reden bei dir, aber ich will dir mal eins erklären. Wir haben durch die Amerikaner ein wunderschönes Verhältnis gerichtet durch die Amerikaner. Diese Weite, das Ja, Reiten, das ja. wie ein Cowboy lebt, wie ein Indianer lebt. Wir hätten es nie gewusst. Oder auch in der heutigen Zeit, wie sie noch Rodeo reiten und so weiter. Was, Günther? Manometer, die reiten richtig scharf. Wenn ich so reiten würde, würde das Pferd umkippen. Wie mein Gewicht, weißt du, so eine Seitenlage ging. Aber macht ja nichts, ich kann ja ein Pony nehmen, das etwas breiter ist. Horst Günther, du müsstest einen reiten, Uwe müssen reiten und Manfred und ich. Ich setze mich nicht auf ein Pferd drauf, ne? Ja. Wird es ein Blatt wie bei mir? Ja. Aber weißt du noch, wie wir noch Cowboy und Indianer gespielt haben als Kinder in Ruhrgebiet? Weiß ich noch ganz genau. Das hat genau. Spaß gemacht. Ach, hat Spaß gemacht. Wir hatten sogar ein Zelt gehabt, im Garten, riesengroß. Unser Lagerfeuer gemacht. Ah, im Zelt, nicht aus dem Zelt. Und wer kam der Schimpfen, die Mutti? Oh ja. Feuer. Uwe war ja auch ein Brandstifter, gell? Die Gardinen in die Toilette angesteckt. Da hat sie auch Angst gehabt, dass das Zelt ansteckt. Das ist ganz normal. Oh ja.